Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch und ich glaube, ich habe gerade voll komisch klingende Stimme gehabt und ich habe einen Mega-Pickel im Gesicht. Für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, da. Genau da. Ja, also auf jeden Fall, um den soll es jetzt aber nicht gehen. Heute geht es ums Thema Selbstbetrug. So diese kleinen Geschichten, die man sich selbst erzählt, um sich besser zu fühlen. Ich habe da jetzt mal gleich auf Anhieb drei Beispiele. Meine Mom hat heute Mini-Pizzen aufgebacken, also so kleinere Pizza. Ich kann nicht sagen, wie viel Zentimeter oder so. Ich glaube so 16 maximal im Durchmesser. Und was? Und auf jeden Fall war es dann so, dass sie mir die, also dass sie mir da eine gegeben hat und eine zweite habe ich noch im Ofen. Und dann habe ich zu meiner Mutter so gesagt, ja, nee, die esse ich erst um 0:01 Uhr. Aber meine Mama mich so gefragt, ja, warum? Und ich so, ja, dann ist schon der nächste Tag, dann bin ich nicht so verfressen. Oder gestern, da hat meine Mama mir Mikado-Stäbchen mitgebracht, eben und diese TK-Pizza. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich da gesessen bin und diese Mikado-Stäbchen einfach so gedankenverloren gemampft habe, einfach so knack, knack, knack runter. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, oh, da ist jetzt schon eine halbe Packung weg. Dann bin ich zu meiner Mutter hin, habe ihr drei Mikado-Stäbchen, vielleicht waren es auch nur zwei, gegeben, nur damit ich mir am Ende des Tages sagen kann, aber ich bin ja gar nicht so verfressen, weil ich habe ja keine ganze Mikado-Schachtel gemampft, sondern ich habe ja mit Mutter geteilt. Und noch so ein Beispiel ist, gerade eben, ist noch nicht mal ein paar Minuten her, da ist Leo ganz blöd hochgesprungen. Also wieder von der Decke weggeklitscht, also richtig abgeflotscht. Es war so wie so ein Film, so wenn einer auf Bananenschalen wegrutscht. Und ich habe parallel das mit dem Video, also mit dem Handy aufgenommen, weil ich eben ein kleines Video für meinen Papst drehen wollte von Leo, damit der das so sieht, weil der meistens nicht da ist, wenn Leo rennt. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann die Kamera irgendwann so nach unten gelegt, so ein bisschen. Und dann habe ich sie gleich wieder hochgenommen. Und dann meint so meine Mutter zu mir, ich soll mal die Kamera wegtun und mich um mein Kind kümmern. Und dann habe ich zu meiner Mutter gerade gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es zu meiner Mutter war oder mehr zu mir. Ja, also eigentlich wollte ich ja erst die Kamera wegwerfen und mich um Leo kümmern. Aber dann habe ich mir gedacht, nimm's doch noch auf, dass es dem Hasen gut geht. Also. Und ja, das sind so diese kleinen Geschichten, die man sich selbst erzählt oder so kleine Selbstbetrügereien, die man einfach nur so sagt, um sich, um ja. In Fachkreisen nennt man das übrigens die Rache des kleinen Leos in Form von einem riesengroßen Hasenhaar in der Lunge. Ja, auf jeden Fall. Sind das so diese kleinen Geschichten, diese kleinen Sachen, die man sich selbst sagt, um sich besser zu fühlen, um ein weniger schlechtes Gewissen zu haben wegen der Situation? Vielleicht auch manchmal, wenn man selbst wirklich davon überzeugt ist und gar nicht merkt, dass man sich da was erzählt. Ich habe es ja auch erst, als ich drüber nachgedacht habe, gemerkt. Hast du mir meine Hustenpastille? Oh. Ja, entschuldigt. Boah, jetzt ist mir vom Husten voll schwindlig. Ja, ich muss kurz eine Pause machen und ich bin gleich wieder da. Immer noch mit dem fetten Pickel. Ja, entschuldigt. Jetzt habe ich nicht mal meinen Plan, wo ich zuletzt war. Mom. Ich war beim Husten, meint Mom, ganz professionell. Ja, es sind so diese kleinen Geschichten, die man sich erzählt, um sich besser zu fühlen. Und bei denen man dann nicht drüber nachdenkt, ob sie jetzt im ersten Moment richtig sind oder nicht. Und bei mir ist es oft so, dass wenn ich mit ihr erzähle, dann überlege ich erst im Nachhinein, ist das denn jetzt wirklich so? Oder sage ich mir das nur, um mich besser zu fühlen? Oft habe ich dann auch so, bin ich dann auch sehr anschuldigend mir gegenüber. Zum Beispiel weiß ich hätte ein furchtbar schlechtes Gewissen, wenn ich an einem Tag zwei kleine Mini-Pizzen wegputze, obwohl ich davor noch nicht viel hatte.
Und dann relativiere ich es. Das ist dann immer noch das Zweite. Wenn man bei diesen kleinen Mini-Geschichten ertappt wird, fängt man an zu relativieren. Also, ich habe die Geschichte meinem Vater erzählt und dann ich so: Ja, aber ich habe Mami ja 3 Stück abgegeben. Also, so verfressen kann ich gar nicht sein. Oder man fängt dann an, sich dann in Ausreden zu verwickeln und solche Sachen wie: Ja, aber und so weiter. Und man verteidigt dann diese kleinen Geschichten, wo man sich selbst erzählt, um sich besser zu fühlen, die aber eigentlich ja an sich nicht anders machen. Und ja, für mich ist es oft so, dass ich das, ich fange immer damit an, wenn ich sehr müde bin und wenn ich lustlos bin. Oder wenn ich mich als heroischer darstellen will, als ich gerade in der Situation bin. Und mein Vater, der neigt ja auch dazu. Also es ist nicht so, dass ich da alleine bin damit. Ich weiß, dass mein Vater das auch kann und zwar sehr gut sogar. So diese kleinen Geschichten, die nicht ganz wahr sind, aber auch nicht ganz unwahr. Und ja, die eben einem weiterhelfen sollen. Mein Vater macht das zum Beispiel immer, wenn er mal wieder so Probleme hat mit seinem Rheuma, dann hat er auch schon mal zu meiner Mutter und mir gesagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, zur Arbeit zu kommen. Oh ja, und wenn man dann aber weiß, wenn er sich eine Krücke nehmen würde oder wenn er sich helfen lassen würde, wird es viel einfacher gehen. Oder auch solche Sachen wie, ja, bei ihm ist es dann auch wirklich teilweise so richtige Überlebensstrategie, weil manchmal braucht man diese Geschichten, damit man nicht verzweifelt. Mein Vater erzählt auch immer, irgendwann spiele ich wieder Fußball oder irgendwann fahre ich auch wieder selber mit dem Auto. Und das sind so Geschichten, wo man sich oft denkt, ich wünsche es dir, ich hoffe, dass es ist, aber die Chance, dass es so ist, ist sehr gering. Und ja, dennoch sagt man, sollte man, glaube ich, gegen diese kleinen Sachen, die sich jemand sagt, nicht sagen, weil es oft mal auch so Sachen sind, wo der andere mehr oder weniger seine größten Schwachpunkte oder Dinge, die ihn wirklich belasten, preisgibt und die dann so niederzumachen nach dem Motto, ja, nö, wird nicht sein oder ja, doch, du bist voll verfressen, das hilft dann nicht, sondern das macht, glaube ich, dem anderen eher dann Probleme. Oder auch einem selber, wenn man sich's mal so überlegt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da gerade eine ganze Packung Mikado-Stäbchen nämlich reingestopft habe, aus lauter, ja, aus so einer Mischung aus Frust und Hunger und allem, dann denke ich auch, ja, das hätte jetzt nicht sein müssen. Und ja, ich sage schon wieder zu oft, und ja, das ist so eine Sache, die hat mir meine Mutter mal vor ein paar Jahren gesagt. Ich würde es zu oft sagen. Da habe ich es mir schön geredet mit. Und naja, das klingt doch nett, wenn man immer sagt, und ja, aber das ist eigentlich eine total nervige Aussage. Ja, es ist einfach so. Manchmal sollte man anderen Leuten diese kleinen Geschichten lassen, um ihnen ein gutes Gefühl zu vermitteln und um ihnen die Hoffnung auf eine schönere Zukunft zu lassen. Weil manchmal kann man nur weitermachen, wenn man die Hoffnung hat, dass es irgendwo noch weitergeht und dass man nicht stehen bleiben muss. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch jetzt erzählen wollte. Ich gehe jetzt gleich nochmal was trinken. Danach drehe ich nochmal ein Video, weil ich habe noch ein besseres Thema. Sagt sie am Ende vom Video nach dem Motto, dass dieses Video jetzt total für den Müllpott ist. Ist es nicht, aber es ist irgendwie immer so, ich kann mich selbst nie loben. Ich bin immer davon überzeugt, dass ich die schlechteste Variante meiner Arbeit abgegeben habe. Wo ich dann aber im Nachhinein manchmal auch denke, ja, nein, eigentlich nicht, weil ich es ja immer noch das Beste gegeben habe, was ich geben konnte in der Situation. Aber dieses sich selbst loben, damit habe ich irgendwie Riesenschwierigkeiten und so. Wieso komme ich jetzt da drauf? Okay, ich höre jetzt auf. Ich bin gerade in einer Hormonspirale anscheinend gefangen. Gut, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch so kennt, diese kleinen Geschichten, die man sich selbst erzählt, um sich besser zu fühlen. Vielleicht auch, weil man sich damit loben kann, weil man es im Normalzustand nicht könnte. Weil man zum Beispiel sich besser hinstellen könnte, als man sich in dem Moment gerade selbst sieht. Oder ob ihr das kennt, dass man sich selbst auf sich stolz sein kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.readmeoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Mittwoch. Wir sehen uns wieder am Freitag. Bis dahin, ciao!